Momentan läuft alles gut. Haben wir richtig schwere Trainingslager hier gehabt und zwei Freundschaftsspiele gewonnen und natürlich dann Atmosphäre ist richtig gut. Wir wissen, dass die Zweitliga war sehr wichtig für unseren Verein. Aber jetzt sind wir in der Nationalmannschaft und wollen wir schreiben neue Geschichte und ich hoffe, das machen wir ab 8. Ja, wir sind froh, dass diese Vorbereitung schon fast hinter uns ist. Morgen fahren wir nach Hause und dann haben wir 2 Tage frei, ein bisschen Kopf frei zu machen. Und ja, dann wir werden weiter hart arbeiten für diese Europameisterschaft. Nein, ich habe nicht gesehen, mit Kollegen auch nicht gesprochen. Ich habe nur dieses Ergebnis gesehen. Aber ich denke, dass die Deutschen in Europa werden trotzdem sehr starke Marsch. Ja, natürlich besser, wenn wir gewinnen gegen Griechenland, aber das ist das erste Spiel. Ich hoffe, wir gewinnen natürlich, aber wir haben noch 2 Spiele danach. Und ich glaube, wir brauchen Minimum 6 Punkte in der Gruppe. Und wir haben eine Minimumzahl. Wir möchten das Spiel im Viertelfinale. Einer Favorit ist Russland. Das ist richtige Favorit, aber jeden Europameisterschaft, jeden Mannschaft ist Spiel andere wie Qualifikation. Das ist normal. Wir haben noch nicht gewonnen gegen Deutschland in der Historie in Polen und ich hoffe, jetzt in der Europameisterschaft wird das erste Mal.